Hallo, Wassermann, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für den Monat Mai steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Wassermann. Hinter dem Deck einen Puppe der Stäbe, Wassermann. Puppe der Stäbe, man sieht hier eine neue Situation bei dir, ja, eine neue Situation, etwas Neues, ja, was du entdeckst, ja, dass du was Neues entdeckst oder eine neue Person. Also auf jeden Fall eine Puppe der Stäbe ist eine Energie, du siehst, ist eine Puppe, eine jüngere Energie. Vielleicht, wenn das jetzt ein Wunschpartner ist, gibt es hier Altersunterschied, könnte möglich sein. Das ist verschieden für uns allen, ja. Aber das ist jetzt eine Puppe. Ich spüre hier sehr viel Leidenschaft in dieser Situation, viel Motivation. Also das kann für dich auch über Arbeit reden, Wassermann, ja. Das kann perfekt über Arbeit reden, dass du was Neues, eine neue Idee hast, was Neues entdeckt hast, eine neue Motivation in deinem Leben gibt, ja. Genau, Feuerelement zeigt sich, ja. Sternzeichen Widder, Löwe, Schütze. Und da so fängst du die Energie für den Monat Mai an, ja, Wassermann. Einen Puppe, also ich könnte hier auch mit Kommunikation, über Kommunikation reden, über eine sehr schnelle Energie. Immerhin sind Stäben, ja, Stäben sind schnell. Und irgendwie diese Energie zeigt sich, ja. Jetzt müssen wir natürlich weiterschauen, Wassermann. Ja, ich denke nochmals, eine Person, die sich Zeit genommen hat. Also, ich spüre hier ein bisschen die Energie langsam bis jetzt, aber es ändert sich im Monat Mai. Im Monat Mai ändert sich irgendwie die Energie, wie du siehst. Von Münzen komme ich zum, gehe ich zum Stäben. Also, es gibt hier eine Veränderung in der Energie. Ich sehe eine Kommunikation bei dir und nochmals, Wassermann, es kann ja auch mit Arbeit zu tun haben, tatsächlich. Ritter der Münzen, ich könnte hier über Arbeit reden, eine Situation, die sich Zeit genommen hat. Wenn du zum Beispiel jetzt was Neues anfängst, neue Projekte oder wie auch immer, es zeigt sich hier eine neue Situation. Es hat Zeit genommen bis jetzt. Ja, aus irgendeinem Grund, war langsam die Energie. Okay, ich meine jetzt. Wir haben, momentan sind wir noch im Monat April. Bis Ende April ist der rückläufige Merkur, ja, da. Und wir wissen ja, momentan ist die Energie langsam, tatsächlich. Oder zum Beispiel, die Kommunikation funktioniert nicht so sehr, wie wir es uns wünschen würden. Kommunikation, Nachrichten, E-Mails, irgendwie, das Gefühl ist hier, ja. Dass die Energie sich langsam gezeigt hat. Aber Puppe der Stäbe deutet schon auf eine Veränderung in der Energie. Ja, eine Nachricht ist hier eine Kommunikation. Schauen wir mal jetzt weiter. Augenblick bitte. Sternzeichen Schütze ist bei dir sehr stark zu spüren. Wassermann, ja. Ja.
Nochmals einen Puppe der Schwerter. Auf dem Tisch habe ich viele Puppen. Puppe der Stäbe, Puppe der Schwerter, Puppe der Kerlchen. Sind viele junge Energien, ja? Sternzeichen Skorpion, Stier. Nochmals, ich habe das Gefühl hier, etwas ist geschehen, also irgendetwas hat die Kommunikation blockiert in einer Situation bei dir, aber nochmals, es endet sich im Monat Mai, ja? Schaue bitte, Wassermann, in der Mitte habe ich einen 8 der Schwerter. 8 Schwerter, sprichst du über eine Blockade? Eine Blockade, irgendwie eine Blockade in der Kommunikation. Darüber haben wir jetzt auch gesprochen, ja? Dass man hier diese Blockade sieht, diese Konfusion oder Durcheinander spürt. Ich sehe hier eine komplizierte Energie mit diesen 8 Schwertern. Man sieht hier keine Klarheit oder man weiß nicht, was man machen soll. Diese Karte 8 Schwerter deutet ja auf eine Blockade. Ja? Eine Blockade in der Kommunikation, eine Blockade in einer Situation. Ich kann mich, das Gefühl wäre hier, ich kann mich nicht befreien von der Situation oder ich kann, ich fühle mich wie gefangen in einer bestimmten Situation. Das ist das Gefühl hier. Ich fühle mich wie gefangen. Ich kann nichts machen. Aber nochmals, es endet sich im Monat Mai, sehe ich schon eine Veränderung bei dir. 8 Schwerter blockiert, also die Karte, die diese hier blockiert, ist der König der Stäbe. König der Stäbe, nochmals Feuerelement, Sternzeichen Schütze, wieder Sternzeichen Löwe, bei dir sehr stark zu spüren, Feuerelement. In manchen Fällen reden wir nur über die Energie von einer Person und ist kein Feuerelement, es kommt drauf an. Aber ich sehe hier, wir können hier auch über einen Geschäftspartner reden, ne? Wassermann. Also, dass das für dich mehr die Arbeit ist, eine Firma ist, ja, einen Geschäftspartner, nochmals. Es kommt drauf an. Es gibt hier aber eine Blockade mit der Person, mit dieser Person oder dieser Situation. Und ist sehr interessant. Ja, hier habe ich nochmals König und Puppe des Stäben. Viel Feuerelement bei dir. Und ja, nochmals, ich hole mir mehrere Karten, Wassermann, weil ich habe gerade gemischte Gefühle bei dir, denn wenn ich dir ehrlich bin, ich spüre sehr stark gerade die Arbeit bei dir, aber ich kann über alles hier reden, ich könnte über alles reden, ja, über eine familiäre Situation, über die Arbeit und so weiter. Wir schauen weiter. Augenblick bitte. Hinter dem Deck 4 der Kerlchen. Gerade ist die Nummer 1515 in meiner Uhr, Wassermann. Und das ist die Karte der Teufel, ja? Sternzeichen Steinbock. Hinter dem Deck 4 der Kerlchen. Eine Situation hier gefällt uns nicht. Mit einer bestimmten Situation warst du bis jetzt nicht zufrieden. Gefällt dir einfach nicht. Du bist mehr für dich in dir reingegangen zum Nachdenken. Diese Karte deutet auch darüber, also man denkt nach, ja, über diese Möglichkeiten, die ich habe eigentlich. Also ich sehe hier Optionen. Es öffnen sich mehrere Türen für dich oder mehrere Situationen, Möglichkeiten und man denkt nach über diese neuen Möglichkeiten, die sich anbieten oder ja. Also, aber irgendwie eine Situation gefällt mir hier nicht. Oder sonst Wassermann sogar, dass man sagt, es wiederholen sich immer wieder die gleichen Situationen, es wiederholen sich in meinem Leben immer wieder die gleichen Menschen. Zum Beispiel, wenn du bis jetzt mit einer Person was zu tun hattest, ja, diese Person war in einer Beziehung und du hast gesagt, nein, eigentlich will ich diese Situation für mich nicht, ja, egal warum, ja, also die Meinungen sind ja verschieden. Und ich sage, nein, ich möchte mit dir nichts zu tun haben, du bist in einer Beziehung, das will ich ja für mich nicht.
Und dann du verlässt ja eine Situation, aber dann kommt eine neue Person in deinem Leben, wo die gleiche Situation sich wiederholt. Eine Person, die auch irgendwie mit einem Ex oder sonst noch in einer Beziehung ist und wie auch immer. Also das Gefühl wäre hier, Situationen wiederholen sich und immer wieder die gleichen Verhaltensmustern. Und das macht mich müde, ja, das macht mich müde mit der Zeit und das mag ich in meinem Leben nicht tatsächlich. Ja? Wow, Wassermann, das ist ungefähr, was ich dir gerade jetzt gesagt habe, ja. Also ich sehe eine Blockade hier. Sternzeichen Fische zeigt sich bei dir schon. Auf den Würfeln, muss ich dir schon sagen, auf den Würfeln Sternzeichen Skorpion. Ja. Ja, tatsächlich. Ich denke, eine Situation gefällt mir nicht. Ich fühle mich nicht wohl in einer bestimmten Situation und ich blockiere. Weil irgendwie kommen immer wieder die gleichen Verhaltensmuster in meinem Leben und damit bin ich nicht zufrieden irgendwie. Und ich muss über diese Situation nachdenken. Ja, was ist hier los? Warum geschieht mir solche Sachen? Ja? Sternzeichen Skorpion, bei dir sehr stark Fische, Skorpion, Fische. Nicht nur, haben wir ja gesehen. Ja? Augenblick, Wassermann. Hinter dem Deck die Karte der Kathedrale. Hier ist eine Kathedrale. Hier können wir über Hochzeit reden, über Religion. Du weißt ja, also die Religion, eine Erziehung, verschiedene Erziehungen und so Sachen. Ja? Das ist immerhin die Karte der Kathedrale und rote Fahne. Die rote Fahne war hinter der Kathedrale. Ja, wenn ich dir ehrlich bin, das ist die Karte von mir, die für mich sagt, dass es gibt eine rote Fahne hier, wo man vorsichtig sein sollte. Tatsächlich. Also was das jetzt für dich heißen mag oder für mich, das ist ja verschieden. Aber die rote Fahne ist ja irgendwie da und die kommt auch nicht so oft. Ja. Plus die Kathedrale. Ich meine irgendwie. Schau mal bitte jetzt. Wassermann, die Karten, die für dich gekommen sind. Also achte Schwerter begleitet mit Astekelchen und das Wort Jazz. Also das Wort Jazz, es kann möglich sein, dass das Wort für dich etwas bedeutet, dass dir das Wort etwas bedeutet. Oder die Buchstaben J-A-Z-Z. Hier steht Jazzkonzert. Irgendwie gibt es vielleicht für dich eine Verbindung hier mit diesem, das Wort Jazz, Astekelchen? Etwas blockiert man, etwas blockiert mich hier, Wassermann. Irgendeine Situation blockiert hier mit diesem Astekelchen und ja. Ist das Angst? Ist das Angst? Ist das vielleicht, nochmals, hat das hier mit dem Ego zu tun? Ja. Denn manchmal sind unsere Gedanken, ja, manchmal wir sabotieren uns selbst. Es gibt vielleicht hier eine Selbstsabotage, ja, Selbstsabotage, weil die Gedanken sind ja da. Also das heißt, etwas macht mir hier Angst oder etwas gefällt mir nicht so ganz hier. Etwas ist hier, was mich blockiert und es hat vielleicht mit einer Hochzeit zu tun oder... Es könnte möglich sein, zum Beispiel eine Person sagt dir, schau mal, warte mal kurz, Wassermann, jetzt überlege ich gerade. Es ist interessant, weil deine Legung für KW16 heißt nämlich auch, ich will alles mit dir, aber ich bin in einer Beziehung, ja? Klar, also das heißt für dich jetzt, eine Person kommt in deinem Leben, diese Person ist gerade in einer Scheidung.
Ja, ist gerade frisch in eine Scheidung, in eine Trennung. Man hat sich hier verliebt. Ich bin in dir, ja, ich bin verliebt jetzt. Aber diese Situation, was diese Person in der Familie hat, gefällt mir nicht so ganz. Ja, weil es ist kompliziert. Und die Gedanken sind hier. Ich mache mir mehrere Gedanken. Ich habe auch Angst. Weil manchmal ist das so, dass durch meine Erfahrung, die Erfahrung, die ich hinter mir habe, das beeinflusst natürlich meine Zukunft manchmal, ja. Also ich habe so komplizierte Erfahrungen jetzt hinter mir gehabt und jetzt ergibt sich eine neue Situation in meinem Leben, die eigentlich mich glücklich macht. So ist es auch nicht. Also mir macht das glücklich, mich macht es glücklich. Ich fühle mich eigentlich schon wohl und alles, aber ich habe Angst. Ich habe irgendwie Angst. Hein? Wenn das nicht der Fall wäre jetzt, Wassermann, sondern dass der Fall eine andere Religion ist, dass du sagst, eigentlich bin ich nicht religiös, ich bin schon spirituell, ich glaube an Gott, ich glaube an Allah, an den, ja, aber diese Situation macht mich ein bisschen Angst, irgendwie, weil die Kultur ist sehr anders, die Sprache ist anders. Wie soll ich jetzt die Familie verstehen, wenn ich jetzt diese Sprache nicht kenne? Wie sollen wir uns kommunizieren? Es ist kompliziert. Ja, also es gibt schon manche Situationen, die schon kompliziert sind. Ja? Das weiß ich auch. Also schau mal, in der Blockade ist dieser König der Stäbe begleitet mit der Karte der Turm und so ein Foto. Hier gibt es ein Foto. Vielleicht siehst du wie diese Person aus, egal ob du Mann oder Frau bist, ich meine, ich rede über die Beschreibung irgendwie, oder sonst gibt es so eine Person in deinem Leben. Ich sehe nochmals die Nationalität, es kann schon möglich sein, dass man hier verschiedene Nationalitäten hat. Doch, also Wassermann, ich spüre hier diese Glaubensmustern stark bei dir zu spüren. Glaubensmustern, also hier siehst du die Karte der Turm und hier sehe ich auch eine Kathedrale. Also ich rede schon hier über Religionen, über manchen Glaubensmustern, religiöse Erziehungen und du weißt schon, das ganze Paket, ja. Also was jeder von uns hinter sich hat. Eigentlich eine Erziehung, die mit anderen Generationen mehr zu tun hat und nicht zu sehr, nicht viel für mich spricht, ja. Nicht mehr für mich spricht, weil klar, man verändert sich und momentan hat man eine neue Mentalität. Weißt du, das Gefühl, was ich habe, ist, Wassermann, dass die aktuelle Zeit, diese Zeit, wo wir uns alle befinden, diese Zeit schwingt, also zwingt uns zu dieser neuen Mentalität. Also das heißt, entweder man passt sich tatsächlich an oder sonst ist man ständig in einem Turm. Ja? Oder sonst ist man ständig in so einem achten Schwerter. Ja, ich bin ständig in einem Achterschwerter. Das sind die Gedanken. Das ist das, was was man mir schon als Kind gesagt hat. Ja, also diese ganze Glauben, die ich bis jetzt hatte. Etwas klappt hier nicht mehr. Etwas funktioniert hier nicht mehr. Also entweder lassen wir manche Glaubensmustern schon hinter uns und wir trauen uns. Also man traut sich wirklich, was Neues anzufangen. Man traut sich, ja, man traut sich einfach. Und man hinterlässt eigentlich, bitte, Momentchen, bitte. Und man hinterlässt manche Glaubensmustern hier. Die sind die Gedanken hier. Ich sehe hier diesen König der Stäbe und die Karte der Turm. Diese Person hier ist gerade in einem Turm. Und tatsächlich kann das hier mit einer Veränderung in der Familie. Aber dann sehe ich hier eine Person. Also ich meine, du bist ja Luftelement. Vielleicht hast du mit Feuerelement zu tun. Sternzeichen Schütze, Löwe, Widder. Ich sehe eine Person, die an dich denkt. Diese Person denkt an dich, kann nicht aufhören, an dich zu denken.
Aber es gibt Unterschiede. Es gibt Unterschiede zwischen ihr zwei. Also ja, es gibt schon mehrere Unterschiede. Schau mal in deine Unbewusstheit. Ist eine Königin der Münzen. Ne? Königin der Münzen, die Karte der Stern. Und Liebe ist die beste Medizin. Es gibt Hoffnung hier. Oder ja, also man sollte eigentlich die Hoffnung nicht verlieren. Denn ich sehe hier die Liebe. Die Liebe sieht man hier bei dir. Die Liebe ist die beste Medizin. Es gibt eine Heilung hier. Sternzeichen Wassermann wie du, Sternzeichen Fische. Erdelement zeigt sich nämlich auch. Ja, Erdelement zeigt sich. Stier, Sternzeichen Stier, sehr stark bei dir. Klar, eine Königin der Münzen, oft spricht ja für eine Mutter, natürlich eine Mutter. Aber ich kann auch, ja, wie ich dir gesagt habe, eine Person, die in einer Beziehung ist oder noch in einer familiären Situation sich befindet, eine Person, die gerade am Loslassen ist, ist nicht einfacher. Ist komplizierter, als man denkt. Komplizierter, als man denkt. Aber du siehst ja, die Liebe ist bei dir, die Liebe ist überall zu sehen. Schau mal bitte in deinen Bewusstsein. Fünfte Kerlchen, achte Stäbe und sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Ich sehe schon Kommunikation bei dir. Im Monat Mai sieht man schon Kommunikation. Und die Energie sagt dir, sei einfach du selbst. Sei einfach du selbst. Ja. Sei einfach du selbst, tatsächlich. Denn ich spüre hier eine Traurigkeit, ja, eine Traurigkeit, aber es kommt Kommunikation. Wassermann, ich spüre hier ein Gefühl von Vermissen. Ich vermisse eine Person. Ich vermisse eine Person, ich bin in diese Person verliebt tatsächlich. Schaue bitte in deine Vergangenheit, die übrigens noch für heute redet, ja, einen Puppe der Kerlchen. Puppe der Stäbe und die Karte der Wagen. Das ist eine Karte von mir, ja, die habe ich selbst gebastelt. Und hier siehst du zwei Wagen und viele Menschen, viele, viele Menschen. Hier siehst du nämlich auch mehrere Personen. Und eigentlich der Puppe der Stäbe zeigt sich bei dir oft das. Ich sehe hier viele jüngere Menschen. Vielleicht arbeitest du mit diesen Menschen hier. Die sind Arbeitskollegen oder du hast eine Verbindung zu diesen Personen. Durch Fitnessstudio oder durch einen anderen Hobbys oder vielleicht einen großen Freundeskreis. Ja, also ich kenne mehrere Menschen. Die Karte der Wagen deutet ja auf Erfolg. Ich spüre hier eine positive Energie. Mit mehreren Personen, vielleicht ein gutes Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Ja, ich spüre hier dieses gutes Zusammenarbeit, das muss ich dir schon sagen. Und Wassermann, du siehst ja, wie viele jüngere Energien ich hier habe. Nochmals, in manchen Fällen arbeitest du wirklich mit diesen ganzen jüngeren Energien oder du kennst diese ganzen Menschen irgendwie. Es kommt Kommunikation, es kommt hier eine Handlung, eine Entscheidung und ich sehe hier so eine Situation. Ich sehe Kommunikation bei dir auf jeden Fall. Wassermann, ich sehe viel zu tun, also irgendwie viel zu tun, viel los in deinem Leben, was mit der Arbeit zu tun haben kann. Ich spüre hier sehr viel Aktivität, aber auch sehr viel Erfolg bei dir. Vielleicht sogar Entscheidungen, die du auch dabei treffen musst, manche Entscheidungen. Aber die Energie, ich sehe die Energie positiv. Ich sehe die Energie positiv. Nochmals, Wassermann, vielleicht fängst du was Neues an. Etwas Neues, was dir Spaß macht. Es hat mit der Musik zu tun.
Die Musik ist wichtig für dich hier. Im Monat Mai, überhaupt, vielleicht ist Musik wichtig für dich. Ich spüre hier eine Situation, die dich glücklich macht, die dich Freude bereitet. Egal, wo du diese Musik jetzt hörst oder was für eine Musik das ist, weil hier steht Jazz. Es muss nicht mal Jazz sein. Es kann eine andere Musik sein, aber hier steht Jazz. Ich spüre hier eine Situation, eine neue Situation in deinem Leben, eine neue Segnung, die dich Spaß machen wird und die sich sehr positiv zeigt. Das muss ich dir wirklich sagen, Wassermann. Aus irgendeinem Grund, du sabotierst dich selber, kann möglich sein. Es gibt hier eine Selbstsabotage, aber das hat nur mit deinen Gedanken zu tun, mit deinen Glaubensmustern zu tun. Also das ist eine Sache, die jeder von uns lernen muss, sich von dieser Situation zu befreien am Ende. Ja, das ist nochmals diese Gedanken, diesem Ego, das hat mit dem Ego zu tun. Ja, Ego spricht für mich über Gedanken, die uns nicht gehören, ja, die nicht für uns spricht. Aber wir sind so erzogen worden und diese Gedanken sind noch bei uns sehr stark. Also ich denke, ich spüre bei dir eine positive Energie, ja, eine neue Mentalität. Es bleibt nichts anderes übrig. Es fällt schwer, sehr wahrscheinlich, aber alles ist eine Übung, ja. Es hat alles mit einer Übung zu tun. Schau mal bitte jetzt. Die neue Mentalität sehe ich hier, Wassermann. Es gibt eine neue Mentalität hier. Und nochmals rede ich hier über neue Ideen. Neue Ideen. Ich spüre hier Erfolg. Ich meine, wie soll ich es dir sagen? Ich sehe hier eine Energie bei dir, die mit sehr, sehr guten Vorzeichen hat, ja. Ja. Schau mal bitte in deine Zukunft, habe ich ein König der Kerzen. König der Kerzen, Sternzeichen Skorpion ist sehr stark bei dir zu spüren. Skorpion, Krebs oder Fische. Begleite mit der Hohepriesterin. Sternzeichen Fische. Und so einen, das sieht aus wie eine Klinik, oder? Es sieht wie eine Klinik aus. Krankenhaus oder so einen Ort, wo man heilen muss, oder? Wassermann, es gibt irgendein Geheimnis hier? Oder über etwas redet man hier nicht? Die Hohepriesterin deutet auf sehr viel Geheimnis. Etwas Geheimnis gibt es hier? Was mit einer Situation zu tun hat bei dir oder einer Person. Die Hohepriesterin hat mit der Intuition natürlich sehr viel zu tun, ja. Also das ist die Intuition hier, das ist die Weisheit, das ist Erfahrung. Das ist eine alte Seele. Ich sehe eine sehr spirituelle Energie gerade hier bei dir. Eine Person, die vielleicht nicht so viel kommuniziert, aber sehr intuitiv ist. Ja, hier habe ich die Beschreibung von einer Person eigentlich. Eine sehr spirituelle Energie. Eine Person ist hier, egal ob Frau oder Mann, hier ist der König, kann auch eine Königin sein. Eine Person, die in seiner Mitte ist, ja. Also eine Person, die sich selbstsicher ist, emotionell gesehen sehr viel Stabilität zeigt. Eine Person, die, ja, also die Energie ist eine starke Energie hier über eine Person. Vielleicht, man möchte was Neues lernen. Ich lese mehr, also ich lese mehrere Bücher. Ich bin zu Hause, ich bilde mich weiter, ich möchte was Neues lernen. Eine Person, die in diesem spirituellen Weg ist hier. Du siehst ja Wasserelement, ja? Wassermann. Nicht nur, ich habe hier, wie du siehst, der König der Stäbe ist eine Blockade hier und der König der Kirchen.
Ich habe gerade hier zwei Könige. Tja. Und mehrere Puppen. Auf jeden Fall viele Menschen. Und ich meine jetzt, Wassermann, wenn du etwas mit Musik zu tun hast, du hast etwas mit der Musik, ob du jetzt in einem Konzert spielst, ob du einen Instrument spielst, ob du jetzt irgendwie gibt es hier etwas, wo du vielleicht mit mehreren Menschen dann auch zu tun haben musst, ja. Deswegen zeigen sich so viele Energien auf den Tisch. Verstehst du, ja? Also du siehst ja, in deiner Vergangenheit zeigt sich ja die Karte der Wagen und in der Zukunft die Hohepriesterin. Also bei dir gerade ist Sternzeichen Krebs, Fische und Skorpion sehr stark zu spüren, muss ich dir schon sagen. Ja? Schaue bitte jetzt in deine Gefühle, ist die Selbstkontrolle. Die Karte die Kraft, Sternzeichen Löwe. Eine Leidenschaft. Wir reden schon bei dir über sehr viel Leidenschaft, Wassermann, weil das sehe ich nämlich auch in diesen Puppe der Stäbe. Also Sternzeichen Löwe zeigt sich schon hier. Ich spüre diese Leidenschaft, aber ich spüre nämlich auch diese Selbstkontrolle. Tja, das ist die Karte, die Kraft. Und überhaupt, du hast im Monat Mai sehr viel Kraft. Schau mal, nochmals die Karte 5 der Kelchen. Und du wirst es nicht glauben. Schaue bitte in deine Gefühle. Kommt dort tatsächlich ein Konzert? Ich sehe das jetzt erst, ja? Also ich sehe das hier jetzt erst, ja? Also wir reden hier über Musik. Das ist hier. Musik, Konzert, einen Club, wo man tanzen kann, eine Disco. Das ist hier, ich lerne ein neues Instrument spielen oder ich spiele ein Instrument oder die Musik ist wichtig hier. Die Musik ist wichtig hier. Vielleicht hast du tatsächlich mit einer Person zu tun, die ein Musiker ist, in einem Konzert spielt, Sänger ist, eine schöne Stimme hat. Also ich sehe hier die Stimme. Also jemand hat hier eine schöne Stimme, jemand singt hier. Ist ein Sänger, ein Star, muss vor mehreren Menschen sein, also. Das ist einfach nur interessant gerade, ja? Also das Gefühl wäre in deinen Gefühlen auch, dass du nochmals irgendwie einen Verlust hast, ja? Das ist ein Verlust hier und diesen Verlust zeigt sich bei dir ständig. Ja? Aber du hast sehr viel Kraft. Du hast sehr viel Kraft hier. Und du, in manchen Fällen lenkst du dich auch ab mit Musik und Musik ist wichtig für dich. Das tut dir gut, du kommst auf andere Gedanken und wie gesagt, also, denn ich spüre sehr viel Kraft bei dir, Wassermann. Schaue, was du von außen anziehst, die Karte, die Liebenden, Sternzeichen Zwilling, der Herrscher, Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock und ein gutes Zusammenarbeit. Wassermann, ich sehe eine Firma, ich sehe hier eine Firma, einen Chef, eine Chefin, ich sehe hier eine wichtige Kommunikation, wo man eine Entscheidung trifft, tatsächlich. Also es gibt hier einen Vertrag, den ich unterschreibe. Es gibt einen neuen Vertrag, es gibt hier eine neue Firma, neue Projekte. Wir reden über eine wichtige Entscheidung. Also schaue bitte, das ist eine starke Energie hier, Wassermann. Der Herrscher, die Karte, die Liebenden und zwei Hände, die sich, die einverstanden sind. Also ich bin mit dir einverstanden. Wir einigen uns. Es gibt eine Einigung hier. In einem anderen Fall würde ich gerade hier was ganz anderes denken, tatsächlich. Aber ehrlich gesagt, mit dieser Karte, für mich ist das hier Arbeit. Das ist hier ein gutes Zusammenarbeit mit einer Person. Eine Versöhnung, kann das hier auch über eine Versöhnung reden? Ja, natürlich könnte ich über eine Versöhnung auch reden.
Du siehst ja, Wassermann, ich betone es. Feuerelement ist bei dir stark hier. Nicht nur Wasser, sondern Feuer. Also Schütze, Widder, Löwe, sehr stark bei dir. Ich denke, irgendwie man sieht hier schon eine Versöhnung. Ja? Wenn das jetzt nicht eine Versöhnung für dich ist, ich spüre hier diese gute Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Schaue bitte, vierte Kelchen wiederholt sich bei dir. Fünfte Münzen. Und schau mal hier, eine Mutter, eine Oma. Ich pflege meine Mutter oder ich habe eine Person in der Familie, die ich pflegen muss. Irgendeine Situation gibt es hier bei jemand. Ja, also ich spüre hier ein Gefühl von Mangel oder emotionell gesehen ist die Energie hier nicht so gut, aber weil irgendetwas verhindert mich, das wäre das Gefühl hier, etwas verhindert mich. Es kann mit einer Person zu tun haben, die ich pflegen muss, oder Menschen in der Familie, wo ich mich kümmern muss. Das können sogar meine eigenen Kinder sein, zum Beispiel natürlich. Wenn ich Kinder habe und ich mich um meine Kinder kümmern möchte, es ist ja klar, dass ich noch nicht so frei bin, um was anderes zu machen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Energie für dich spricht. Aber das wurde so ungefähr hier die Verantwortung, ja, die familiäre Verantwortung. Ja, ich spüre hier nochmals einen Verlust. Ich habe hier die Nummer 5, 5 und 5. Schau mal bitte jetzt hier, Wassermann. Die Nummer 5. Die Nummer 5, 5, 5 spricht über die Karte der Turm. Das ist das Gleiche. Vielleicht siehst du oft das, diese Nummer 5, 5, 5. Das ist ein Turm. Was heißt das? Das heißen Veränderungen. Veränderungen im Leben, ja? Die nötig sind. Nicht leicht sind, aber nötig sind. Und jetzt Ergebnis. Ergebnis ist ein Ritter der Schwerter. Diesen Ritter sprichst du über Kommunikation nochmals. Nochmals rede ich über eine sehr leidenschaftliche Energie. Sehr viel Leidenschaft in deiner Energie ständig. Achte Münzen. Sehr interessant. Nochmals. Die Arbeit sieht man hier. Oder ein gutes Zusammenarbeit mit jemand. Also Wassermann, du könntest sogar. Die Liebe und die Arbeit könnte hier eine Verbindung geben. Es könnte schon eine Verbindung geben hier, weil ich spüre das sehr stark. Ja, weil das könnte man hier sehen. Und dann kommt eine Karte. Das ist ein Foto von einer Person. Jemand hier schaut sich deine Fotos an. Eine Person beobachtet dich sehr genau. Auf den Punkt tatsächlich über Internet in manchen Fällen. Ich schaue mir deine Fotos an. Ich beobachte dich. Eine Person möchte hier sich kommunizieren mit dir. Ich denke, wir reden auch über eine Person, die vielleicht etwas eifersüchtig sein kann. Aber diese Person möchte sich mit dir kommunizieren. Diese Person möchte sich Mühe geben, ja. Ja, sich einfach Zeit nehmen, Mühe machen und einer Person kommuniziert sich hier. Ich denke, wir reden, dass jemand hier dich beobachtet über Internet. Denn schaue dir bitte die Illustration hier an. Eine Person schaut sich deine Fotos ganz genau an und das ist bestätigt. Es gibt hier diese Bestätigung. Vielleicht, Wassermann, du hast mit dieser Person zusammengearbeitet und diese Person beobachtet dich weiterhin, ja? Jemand wird sich hier kommunizieren. Jemand wird sich hier kommunizieren. Von diesem Orakel kam für dich die Karte.
Wie zu Hause, also es ist nie, es gibt nichts Besseres als zu Hause zu sein, ja. Also man fühlt sich hier wie zu Hause. Man hat das Gefühl, man ist zu Hause jetzt angekommen, man fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl, ich fühle mich. Das ist eine sehr positive Energie, ja. Das sprichst du über ein Zuhause, ja. Stabilität eigentlich. Das spricht hier auch über Stabilität, über eine Komfortzone oder ich fühle mich wohl zu Hause. Ja? Dann hinter dem Deck dass die Karte geben und nehmen. Ich spüre mit diesen zwei Karten, Wassermann, mit diesen zwei Karten spüre ich sehr viel Stabilität, sehr viel Balance in der Energie. Ja? Das Geben und Nehmen. Und das Zuhause, also ich, ja, und die Karte, gesegnet, du bist gesegnet. Du bist tatsächlich gesegnet, Wassermann. Es gibt hier eine Segnung vom Universum. Es gibt diese Stabilität, diese starke Stabilität spüre ich hier bei dir schon, ne? Hier sieht man das Zuhause. Hier sehe ich auch irgendwie einen Ort, ja, es kann auch mit meinem Zuhause zu tun haben. Von Erzengel Michael kam für dich die Karte, es ist an der Zeit, diese negative Situation zu verlassen. Ja, ich bin halt ohne Worte, weil es gibt irgendeine negative Situation hier, die man verlassen soll. Ne? Es gibt schon eine negative Situation hier, die man verlassen soll. Also, Wassermann, die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin oft hat irgendwie mit einem Geheimnis zu tun, ja. Oder sonst zum Beispiel, ich bin in eine neue Beziehung oder ich fange eine Beziehung an, aber ich bin ein Geheimnis noch. Also jemand ist hier noch ein Geheimnis. Eine Person ist, wird nicht vorgestellt. Oder nicht zumindest als, ja. Das ist so irgendwie das Gefühl hier, dass eine Person schon für dich eine starke Anziehung zeigt. Ich spüre hier sehr viel Leidenschaft, aber ein Geheimnis. Noch. Und das ist vielleicht der Grund, warum man hier ständig bei dir so ein Gefühl von Verlust sieht. Ich spüre hier einen Verlust, ein Gefühl von Loslassen, weil diese Karte am Ende hat mit diesem Loslassen zu tun, natürlich. Ja, also ich lasse los. Es tut mir weh, es tut mir leid, aber ich lasse los, weil diese Situation, ja, irgendwie, diese Situation ist ja hinter dem Deck steht. Lass dir Zeit mit dieser Entscheidung. Ja. Lass dir Zeit mit dieser Entscheidung und ehre deine Gefühle und vertraue ihnen. Ja, ehre deine Gefühle, vertraue ihnen. Deine Kinder werden beschützt. Ja? Deine Kinder werden beschützt. Denn ich habe hier Karten, Wassermann, die über eine familiäre Situation natürlich reden kann, ja. Aber das ist immer wieder das Typische, das Gleiche, ja. Eine Person, die noch in einer Beziehung ist oder mit einem Ex zu tun hat oder in so einer Situation ist und du wirst noch im Schatten, bleibst noch im Schatten, also wirst nicht vorgestellt. Aber die Person hier zeigt schon eine starke Anziehung für dich. Denn schau mal, von diesem Orakel kam für dich: Die Chemie stimmt.
Also die Chemie stimmt, das ist ja natürlich wahr. Ja, die Chemie stimmt, sich gegenseitig kennenlernen. Sich gegenseitig kennenlernen in Bälde und neue Liebe. Das hatte ich bei Sternzeichen Fische gehabt. In Bälde und neue Liebe. Ja, in Bälde neue Liebe. Als der Kerlchen ist ja bei dir in der Mitte. Als der Kerlchen ist ja in der Mitte. Ich meine, die Chemie stimmt und sich gegenseitig kennenlernen, ja. Also das ist extrem wichtig, weil sonst kommen Missverständnisse und es ist irgendwie dann sonst kompliziert, ja. Die Nummer 3 auf den Würfeln, die Nummer 3 und Sternzeichen Skorpion, glaube ich, habe ich dir gesagt. Ja. Die Nummer 3. Vielleicht das, was hier gemeint wird, Wassermann, es ist an der Zeit, die negative Situation zu verlassen. Ich kann mir vorstellen, dass das mit diesen ganzen Energien hier zu tun hat. Menschen, die vielleicht dich mehr ablenken als was anderes, oder? Also ich habe hier sehr, sehr viele, viele solche Energien. Viele solche Energien. Und es kann möglich sein, dass manchmal sind diese Menschen mehr eine Ablenkung als, ja, als wichtig. Und deswegen, also es kann möglich sein, dass wir manche Situationen oder Menschen loslassen sollten. Ja, damit sich natürlich auch die Liebe oder was Neues hier ergeben kann. Also Wassermann, sogar eine Situation, die wir nicht so richtig sehen können. Ja, also dass man hier noch so ein bisschen blind ist in eine bestimmte Situation. Man ist blockiert, man ist konfus, durcheinander. Ja, obwohl hier eine neue Situation sich zeigt. Ja? Interessante Energie. Wassermann, Augenblick, gerade sehe ich die Nummer 555 in meine Uhr. Und das ist natürlich jetzt sehr interessant. Also die Nummer 555. Warum sage ich, dass das interessant ist? Weil gerade habe ich dir die Nummer 555 gezeigt. Und die Karte der Turm. Es kommen hier Veränderungen auf dich zu, Wassermann. Die Energie sagt uns im Monat Mai auf jeden Fall, es kommt hier eine wichtige Nachricht, Kommunikation. Ich spüre hier eine Person, die auch verliebt ist. Oder die Liebe sieht man hier mit dem König der Kelchen und Ass der Kelchen. Die Karte der Liebenden ist nämlich auch da. Ja. Königin der Kelchen. Königin der Kelchen, König der Kelchen auf den Tisch. Ja? Königin und König der Kelchen. Wir reden bei dir über Liebe. Die Sache ist, weißt du, warum die Hohepriesterin hier ist? Weil eine Person muss hier noch eine Entscheidung treffen irgendwie. Oder zwei Situationen da, sind da. Und das hat mit der Familie zu tun, natürlich. Irgendwie, die Entscheidung wird aber getroffen. Ne? Wassermann, wenn deine Frage ist, ja, wie dann? Wird die Person endlich mal irgendwas machen hier? Oder gibt es hier eine Veränderung? Ich denke schon. Ich sehe hier die Karte die Welt. Ne? Also die Karte die Welt spricht ja über einen Zyklus. Einen Zyklus. Ja? Wünsche, die in Erfüllung kommen, ist der letzten großen Arkana.
Man ist gerade in diesem Zyklus, also man ist dabei. Von da aus, man muss hier Geduld haben, denn die Energie zeigt sich, aber Münzen sind nicht schnell. Ich sehe hier einen Kompromiss, Wassermann. Also ich könnte mir denken, man möchte hier was Ernstes. Also ich möchte mir Mühe geben, ich möchte mir die Zeit nehmen für dich. Ich möchte Energie und ja, ich möchte es halt. Also das ist das Gefühl hier, ich möchte es schon. Ja, ich möchte schon, ich möchte mit dir alles, ich liebe dich. Aber ich muss, man muss hier Geduld haben. Ja, was für negative Situationen man verlassen soll, das weiß jeder von uns schon. Was jeder von sich selbst verlassen muss, das ist ja klar. Aber dass ich hier eine Person habe, die verliebt ist, das ist, ich sehe hier Zwillingsflamme sogar. Also ich sehe eine wichtige Seelenverbindung hier. Dass diese Person hier eine Entscheidung treffen wird, das ist sicher. Aber sicher, sicher. Wassermann, eine Person schaut sich alle deine Fotos an. Du weißt das aber nicht. Möglicherweise nicht. Du weißt das nicht. Eine Person schaut sich wirklich alles von dir an. Diese Person, wow, diese Person zeigt eine starke Anziehung für dich. Diese starke Leidenschaft ist hier zu spüren. Ja. Gibt es hier einen Altersunterschied? Es kann möglich sein, dass wir hier sogar Altersunterschied haben, weil ich spüre schon einen Altersunterschied, natürlich. Aber eine Person möchte diese Situation balancieren, irgendwie. Also die Energie zeigt sich nicht schlecht. Aber langsam, sehr wahrscheinlich, weil die Energiemünzen sind langsam. Aber eine Person trifft eine Entscheidung. Eine Person möchte einen ernsten Kompromiss hier haben. Eine Person möchte was Ernstes hier. Ich denke, genau da, wo du am wenigsten denkst, kommt diese schnelle Situation auf dich zu. Also du rechnest vielleicht damit nicht, weil die Karte der Turm ist auch da in der Mitte, aber ein Ritter der Schwerter ist auch abrupt, unerwartet. Also es kann plötzlich irgendeine Kommunikation kommen oder irgendwie eine Handlung von dieser Person kommen, die du nicht erwartest. Und ja, tatsächlich, das ist hier unerwartet. Genau da, wo es dir sehr langweilig ist, wo du denkst, du bist mit deiner Routine beschäftigt, mit deiner normalen Routine und dir ist sogar langweilig von, was weiß ich. Genau da, wo du es nicht erwartest, kommt irgendwie eine abrupte Veränderung in deine Situation hier. Für eine Gruppe Wassermann, nochmals, sogar, dass du mit dieser Person zusammengearbeitet hast, muss nicht für uns allen reden, aber es könnte. Ja? Und sonst ist das hier nur eine familiäre Situation, die ich hier sehe, wo eine Person noch mit zwei Situationen zu tun hat oder mit dieser Familie zu tun hat, aber diese Person möchte schon eine Entscheidung treffen und mit dir was Ernstes anfangen. Ich meine, sich gegenseitig kennenlernen ist wichtig und lass dir Zeit. Ich finde diese zwei Karten sehr wichtig. Lass dir Zeit für dieses Kennenlernen. Ja, lass dir Zeit. Genieße den Moment, genieße die Zeit. Weil das sehe ich nämlich hier sehr stark, ja. Mhm. Und genau, und Wassermann, irgendeine negative Situation gibt es hier, ja? Etwas musst du verlassen.
Es kann sogar mit manchen Suchtverhalten zu tun haben. Ja, natürlich. Es kann manchmal mit manchen Suchtverhalten zu tun haben. Situationen, die ich weiß, ich muss das verlassen. Also ich kann, egal welches Suchtverhalten, weil ich weiß meine Suchtverhalten und du auch. Also, und jeder von uns hat welchen. Das ist immer so. Und irgendein Suchtverhalten muss man hier verlassen. Etwas. Und weil das, die Energie sagt uns das auch. Egal was das ist, das können sogar unsere Gedanken sein. Das kann sogar unser Gefühl von Mangel oder im Verlust zu sein. Egal was das ist, es gibt hier eine Situation, die wir verlassen sollen. Sogar nochmals, es kann mit unseren Gedanken zu tun haben, mit einer Vergangenheit zu tun haben, eine Situation, die ich immer wieder mich erinnern und immer wieder und immer wieder. Und diese Situation sollte man eigentlich schon verlassen. Ich soll diese Situation keine Energie mehr geben, ja, von dir keine Energie mehr geben an manche Situationen der Vergangenheit, sondern Fokus in der Zukunft. Es gibt hier eine positive Energie. Ich sehe was Neues hier, Wassermann. Du fängst neue Projekte an. Das kann natürlich hier auch sein, dass du neue Projekte anfängst. Natürlich. Du hast hier mit einer neuen Person zu tun. Ja. Sehe ich hier Internet, Wassermann? Hier ist bei dir Internet. Natürlich, weil sonst, wie sollte man diese Person beobachten? Weil jemand beobachtet hier über Internet. Das ist schon mal sicher. Eine Person sieht dich einfach sehr, sehr hübsch, hat eine starke Anziehung für dich. Diese Person empfindet dich mysteriös. Du bist sehr mysteriös für jemand hier. Du bist sehr spirituell, du bist sehr weise und intelligent, so wie du sprichst und so wie du dich von dir, ja, du bist auch sehr erotisch für diese Person. Das ist, was ich hier spüre. Diese Person ist verrückt nach dir. Bei Sternzeichen Zwilling habe ich das auch mal gesagt, in KW 16, glaube ich. Ja, diese Person ist verrückt nach dir. Ich meine, ich sehe nicht die gleiche Energie, aber ich spüre hier schon ein Gefühl von, ich würde gerne alles mit dir. Ich würde alles gerne mit dir. Und Wassermann, es kann ja nicht wahr sein, dass ich den gleichen Satz wie bei dir in KW 16 gesagt habe. In KW 16 war bei dir auch, ich will alles, also ich will alles mit dir. Und das ist das Gefühl hier. Das ist das Gefühl hier. Gibt es eine bestimmte familiäre Situation, wo wir uns nicht zufrieden fühlen? Oder die andere Person hat eine bestimmte familiäre Situation? Eine Mutter, die pflegen muss, einen Vater. Ich sehe mir eine Frau hier. Ja, eine Mutter, die diese Person pflegen muss. Es kann schon möglich sein. Ich muss meine Mutter pflegen. Ich muss meinen Vater pflegen. Ich habe einen Pflegefall zu Hause. Ja. Und das ist für mich ein Hindernis, aber es ist logisch und ich meine, man hat ja Verständnis, oder? Es ist auch gar kein Problem. Ja, wichtig ist, dass man im Mitgefühl ist und in der Liebe ist. Ja, wenn ich diese Person pflege, pflege ich diese Person mit Herzen. Ja, also ich bin mit meinem Herz dabei, in der Liebe, im Mitgefühl. Und das soll mein Leben auch nicht unbedingt stark beeinflussen, eigentlich. Denn die Person, die mich will, liebt mich genauso mit meinen ganzen Hindernissen und alles. Tja, ich meine, was soll's, oder? Man liebt sich, oder? Und nicht nur in den guten Zeiten, sondern egal, man hat auch schlechte Zeiten. Und die Person muss auch für dich da sein. Wenn ich schlechte Momente in meinem Leben habe, wenn in der Familie eine Krankheit gibt und ich meine Familie pflegen muss und so. Die Person, die mich liebt, muss das auch so annehmen, wie es ist, oder? Oder man kann nicht nur lieben, wenn es alles schön ist, alles rosa Farbe ist, ja? Bei mir ist alles rosa Farbe und jetzt darf ich geliebt werden.
wenn es nicht gut ist, nicht stabil ist, darf ich nicht geliebt werden. Also man liebt sich in schlechten und guten Zeiten, oder? Man ist da für die Person, man ist da. Ich spüre hier, wie gesagt, ein Gefühl von sogar Heilung, ja, also dass man irgendwie in diese Heilung ist, in diesem Zyklus ist und man möchte hier doch was Neues anfangen. Ich kann es nicht anders sagen, ja. Also, schau mal, Wassermann, also tatsächlich die Energie sagt, ich möchte alles mit dir haben. Ich möchte alles. Ja. Das ist, was ich dir hier sagen kann. Und ich spüre diese starke Energie hier. Das ist, was ich hier spüre. Habt ihr vielleicht eine geografische Distanz hier mit dieser Person? Gibt es irgendwie? Und es muss keine Länge, weil ich habe hier einen Wagen und einen Ritter. Ich meine, es muss nicht so eine lange Distanz jetzt sein. Ne? Es muss nicht eine große Distanz, aber es kann sein, dass klar zwei Menschen nicht zusammen sind. Irgendwie. Also Wassermann, ich sehe hier zwei Situationen, eine Dualität. Möglicherweise wirst du dich in so einer Situation befinden, wo du eine Entscheidung treffen musst über zwei Situationen, zwei Personen. Ich denke nicht, dass es dir schwer fallen wird. Ich denke nicht. Ja. Ich denke nicht, du wirst schon hier, wenn du eine Entscheidung hier treffen musst, du wirst das schon, ja, ich denke nicht, dass es schwer fällt, weil ich sie hier liebe. Von da aus, ich weiß schon, was ich will, ich weiß schon, was ich will, tatsächlich, ja. Wassermann, eine schöne Energie, ich spüre hier die Liebe, ich spüre hier eine neue Person, das muss ich dir schon sagen. Ich spüre schon ernste Kompromisse hier für eine Gruppe, aber ja, wie gesagt, diese familiäre Situation ist da, aber die Liebe ist da und die Liebe gewinnt immer. As der Kelchen, König der Kelchen, Königin der Kelchen und die Karte die Welt. Das ist hier ein Zyklus. Das ist hier eine neue Leidenschaft für dich, Wassermann. Ich habe die Karte der Stern, die Karte die Welt. Ja. Ich spüre hier eine starke Energie und überhaupt Internet. Internet ist wichtig hier, weil du über Internet viel arbeitest oder irgendwie Internet ist hier wichtig. Ja. Du lernst was Neues. Neue Projekte, neues Studium, man bildet sich weiter. Ja, und ja. Ja, ich denke, es gibt hier eine Verlobung bald. Das ist eine Verlobung, Wassermann. Das ist eine Verlobung. Denke schon. Also Wassermann, das ist die Energie für den Monat Mai. Du siehst ja, wie die Energie aussieht. Und jetzt kommt natürlich drauf an, wie es für dich spricht. Was du für dich hier rausbekommen kannst. Ja? Oder wie deine eigene Interpretation für dich selbst sein kann. Ja? Ich deute es so, wie ich denke, weil wir haben verschiedene Leben hier. Ich deute es so, wie meine Intuition mir sagt, aber du musst schauen, wie du die Energie für dich anpassen kannst, überhaupt, wenn das möglich ist. Die Hohepriesterin, doch, wir reden hier auch sehr viel über die Intuition. Wassermann, die Intuition ist da bei dir. Die Intuition ist da. Ja, eine positive Energie finde ich schon, Wassermann. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Ich wünsche dir einen schönen Wochenbeginn.
Danke für deine ewige Unterstützung, Wassermann. Dankeschön und bis bald. Tschüss.